zu einem neuen Vlog von uns mal wieder. Wir haben es jetzt schon 3:45. Mugi macht noch Mittagsschlaf seit 3 Stunden ungefähr schon. Und wir haben uns jetzt gerade einen Film angeguckt. Meine Mama hat jetzt gerade Brötchen gebracht und Kuchen. Deswegen gibt es dann gleich Kaffee, wenn Mugi wach wird. Ich sehe total zerstört aus, weil ich glaube, ich irgendwie krank werde oder so. Meine Nase ist auch ganz wund. Ja, auf jeden Fall hatte ich mal wieder Bock, die Kamera in die Hand zu nehmen. Aber irgendwie wird die gerade schwer. Patrick ist auch da. Wir haben Urlaub, alle Mann. Ich bin ja sowieso zu Hause. Ich arbeite ja von zu Hause. Weiß nicht, ob ich euch das schon erzählt habe. Ist also immer schon wieder so lange her. Und ja, wir werden euch heute ein bisschen mit durch den Tag nehmen. Eventuell auch noch morgen, je nachdem, wie viel Material ich zusammenkriege. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dem Vlog. Patrick guckt gerade ins Aquarium. Ein ganzer Stolz. Habe ich euch das überhaupt schon gezeigt? Schaut mal. Haben wir uns zu Weihnachten gegönnt. Dieses Riesenteil. Und da schwimmt auch schon ganz viel dran rum. Und sind aber auch schon ganz viele Fische hops gegangen. Aber ja, da unten ist unser Eddie. Hallo Eddie. Ja, ihr seht, es ist einiges an Fisch dort drin. Das sieht jetzt total milchig aus in der Kamera, ist es aber gar nicht. Weil wir haben nämlich Wasserwechsel gemacht, weil wir eine Krankheit drin hatten von Fressnapfischen. Also falls ihr Aquaristik betreibt, holt euch keine Fische von Fressnapf, die sind krank, die Tiere. Ja. Mir ist ja gerade noch was eingefallen, was ich völlig vergessen habe. Ich wünsche euch allen ein frohes und gesundes neues Jahr. Doch. Ego. Du? Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht und habt ein paar schöne Stunden verbracht mit eurer Familie. Auch Weihnachten gut überlebt, sage ich mal. Alle machen ja immer so einen tierischen Stress um Weihnachten. Finde ich ja ganz schlimm. Wir haben das ganz chillig gemacht. Wir haben uns auch, die Erwachsenen haben sich gegenseitig nichts geschenkt. Haben uns auch diesmal echt super dran gehalten. Und es hat nur Mogi Geschenke bekommen. Und ja, dafür dann halt umso mehr. Gefilmt habe ich natürlich nicht, weil es für mich so ein privates Ding und da finde ich es natürlich schön, die Kamera dabei zu haben. Ja, deswegen auf jeden Fall noch frohes neues Jahr. So, das Kind ist endlich erwacht und wir schauen gerade den Trailer von Feuerwehrmann Sam, weil wir haben jetzt rausgefunden, es kommt irgendwie ein Film in die Kinos und es gibt neue, komischerweise schon 4. Das heißt, ich werde jetzt versuchen, die Filme ranzukriegen, denn Mobi findet den Trailer total klasse. Mal gucken, weil er steht doch so auf Feuerwehrmann Sam. Gerade so marschiert. Jetzt steht er gerade vor dem Bad und fragt sich, wo sein Papi ist. Was? Papi macht Essen. Genau, Papi macht Kaffee. Wir trinken ja immer so gerne um 4:30 erst Kaffee. Ja, wir haben es jetzt nämlich schon 4:30. Wir haben ihn aber mehr oder weniger geweckt. So wie er uns morgens immer weckt. Einfach nur brüllen, aufstehen. Aber das haben wir dann von draußen gemacht und jetzt ist er dann wach geworden. Fand das nicht so witzig, aber was muss, das muss. Ja, ich werde jetzt erstmal gleich gucken, ob ich die Filme irgendwie rankriege. Also Mogi hat einen neuen besten Freund. Im Scheck. Habe ich mal irgendwann vor 500 Jahren gekauft. Und er hat ihn jetzt entdeckt. Stimmt, Mogi? Ja. Ja, das ist der Bär, ne? Und hast du den? Na, hier musst du den hier vorhalten. Hier. Genau. Pass auf, Mama zeigt. Gucke, siehst du den Bär? Kannst du hier reinhalten? Ja! Dein Bär, ja? Ja. Hast du deinen Bär lieb? Ja. Ja? Machst du Kuschel-Kuschel mit deinem Bär? Mhm. Oh. Ich bin ein Keks. Oh, dein Bär kriegt einen Keks? Ja. Oh, du bist ja lieb. Ja. Ja. So, Patrick fährt dich schnell zu Rewe, weil... Nochmal, möchtest du das gucken? Ja. Wir haben gerade ein bisschen Fernseher an. Oh, Mogi ist wieder mit der Kamera. Ich hoffe, ihr seht mich, ne? Wartet. Wieder umklappen. So. Auf jeden Fall fährt Patrick jetzt schnell zu Rewe gerade, weil es gab von Trolli mal diese coolen Haifische. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, diese Gummitiere. Und die waren plötzlich überall raus aus dem Sortiment. Keine Ahnung. Und jetzt machen die bei Rewe wohl gerade so einen Ausverkauf mit dem Rest, was sie da noch haben. Wahrscheinlich ist da zu viel Chemie drin oder was weiß ich. Und
Ja, vorhin hat er bloß eine Tüte mitgebracht und ich habe ihn gefragt, wie viel gab es denn? Naja, es waren wohl 4 oder 5 Tüten lagen da noch. Ich so, dann fährst du bitte noch los und holst den Rest. Genau. Dann gibt er nämlich gleich noch Pfand ab und dann passt das nämlich. Genau, und wir haben es jetzt schon kurz vor 6. Ich werde Mogi jetzt gleich Abendbrot machen. Ich hatte vorhin zum Mittag Nudeln gekocht, aber er ist momentan ein sehr schlechter Esser. Deswegen hoffen wir, dass er jetzt die Nudeln mal isst. Aber kommen wieder Zeiten, wo er wieder viel isst. Ich meine mal, letztendlich, er nimmt nicht ab. Das ist schon mal das Wichtigste. Und er trinkt sehr, sehr viel. Vielleicht wird er auch krank, vielleicht hat er auch einen Schub. Mit 18 wird es ja dann irgendwann vorbei sein. Genau. Der soll spielen? Ja. Ach, du bist hier so süß. Und die kleinen Schweinsfüße. Ach, der Bär darf mit Jupiter fahren? Der muss fahren. Ah, okay. Ja. Hm. Nein. Aber den Gesang dafür umso mehr. Hätte mal sehen, dass meine Frau nicht saugt. Und in unser Haus halt Männer aber. Aha. Meine Frau ist jetzt zu fein dafür. Aha. Und das sollen die Leute jetzt glauben? Ja. Wer saugt nicht aus? Entschuldigung, dieses Teil ist unglaublich schwer. Was? Dieses Teil ist unglaublich schwer und tut weh in der Hand. Ja. Meine Frau wollte Sport machen. Mach ich doch gerade. So schwer. So, wir haben es jetzt schon kurz vor 21 Uhr, also kurz vor 9. Mogi schläft jetzt endlich mal nach wieder viel Drama. Und wir essen jetzt erstmal Abendbrot, weil wir haben wirklich noch nichts gegessen. Ich esse nochmal Bratnudeln von heute Mittag. Und Patrick hat hier Heringssalat noch von Silvester, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt noch gut ist, aber er wird schon essen. Frische Brötchen haben wir auch noch, aber wir haben festgestellt, wir haben gar keine Wurst. Sehr schön. Auf jeden Fall muss ich mal gucken, ob ich nachher aus irgendwas einen leckeren Brotaufstrich zaubern kann. Muss ich mal gucken. So, wir haben es jetzt schon 22 Uhr. Ich habe mich jetzt kurz auf die Couch gefläht, aber ich muss mir noch diesen Vlog hier schneiden. Fällt mir gerade so auf. Und ich habe mir jetzt meine Haie dazu genommen. Ich bin so glücklich, Patrick hat noch 2 Tüten bekommen. Also jetzt habe ich 3 Tüten und bin erstmal total glücklich. Ja, ich weiß, es ist nicht gesund und es ist nicht toll. Ja, oh mein Gott. Aber die Haie sind einfach nur geil. Ihr seht sie bei mir in jedem Foodhaul. Außer jetzt seit kurzem, wie gesagt, nicht mehr, weil die nicht mehr hergestellt werden. Ja, jetzt habe ich schon im Internet geguckt. Man kann die da an einigen, auf einigen Websites noch kaufen. Und werde dann halt schauen, dass ich da mal welche bestelle. Genau, übrigens wollte ich euch erzählen. Oh. Ich habe gerade einen saucoolen Auftrag reinbekommen. Und zwar bin ich für den September für ein Hochzeits-Make-up gebucht. Was ich machen darf, freue ich mich schon drauf. Und im Gegenzug ist es natürlich praktisch, wenn man nicht nur eine Hautpflege- und Kosmetikberaterin an der Hand hat, sondern auch eine Choreografin. Und deswegen wurde ich gefragt, ob ich ca. 15 Leuten etwas beibringen kann. Freue ich mich. Habe ich richtig Bock drauf. Natürlich werde ich das tun. Wir sind gerade so ein bisschen abkaspern. Jetzt gucken wir dann die Woche, wie viele Leute dann dabei sind. Und dann, ja, ein paar Lieder habe ich auch schon, ein paar Liedervorschläge. Werde ich mich an die Arbeit machen und werde mir da was ausdenken. Cool. So, meine Lieben, wir haben es jetzt schon fast 23 Uhr. Und wir wollten uns jetzt von euch verabschieden, weil es passiert jetzt eh nichts mehr Spannendes, außer Couch und diesen Vlog schneiden. Also von daher, schönen Tag, Nacht, Morgen, wann auch immer ihr das Video seht. Bis dann. Ciao.